Ja, hallo und Waldmanns Heil. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handcook & Grill. Ich habe lange nichts mehr von mir gehört. Es hat verschiedene Gründe, zeitliche Gründe, aber auch ja, einfach weil so ein bisschen die Motivation gefehlt hat. Ich hatte ein sehr spannendes Jagdjahr mit tollen Jagderlebnissen. Und heute soll es auf jeden Fall nochmal auf Rehwild gehen. Es ist ein schon fast frühlingshafter Tag und ja, ein wunderschöner Tag nach den Regenfällen der letzten Woche. Und ich wollte jetzt hier mein Glück nochmal versuchen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Video. Drückt mir die Daumen. Und ja, wir gucken mal, was so passiert. Auf jeden Fall sehen wir Rehe schon. Die haben wir im Anblick. Und jetzt versuchen wir mal leise und möglichst unauffällig zum Sitz zu kommen. Also, ich zeige euch jetzt gerade mal meine Beute. Gut, kurz vor Ende Januar und ja, in diesen Sprüngen, da ist es natürlich leicht auszumachen hier auf dem Feld, aber was natürlich wichtig ist, ist, dass das Wild ja, jetzt auch sehr vertraut ist. Das heißt, sie sehen mich zwar, sehen mich aber nicht als Gefahr und ich bin halt noch recht weit weg. Ich werde mich jetzt aber sehr schnell auf den Sitz begeben und dort dann möglichst mich ruhig verhalten, damit das Wild eben ja, weiterhin vertraut hin äst und dann vielleicht in den Abendstunden sich mehr Richtung zu meinem Sitz bewegt. Also, Waldmanns Heil. Du hast jetzt gerade in den Bildern gesehen, da hinten ist ein Sprung von ungefähr über 20 Stück Rehwild, 23 glaube ich insgesamt. Auf der anderen Seite von der Hecke stehen auch nochmal 6 Stück und 400 Meter weiter hinten. Da waren auch nochmal 8 Stücke Rehwild. Das konnte ich gerade mit der Wärmebildkamera sehen. Beim Aufbauen ist das Wild natürlich schon auf mich aufmerksam geworden und hat hier rüber geäugt. Und ich habe mich schnell fertig gemacht und jetzt erstmal eine ganze Zeit verstreichen lassen, bevor ich überhaupt wieder irgendwie aktiv geworden bin. Das ist total wichtig. Also mein Tipp für euch, für erfolgreiche Rehwildjagden im Winter, gerade in der Offenlandschaft, ist, setzt euch früh hin, damit sich das Rehwild an euch, an eure Anwesenheit gewöhnt und euch irgendwann auch nicht mehr mitkriegt. Also Rehwild, ja, vergisst irgendwann, dass da mal Bewegung war und kann auch dann nicht räumlich zuordnen. Das ist so meine Erfahrung, dass da jetzt jemand auf der Leiter sitzt. Also ich sitze hier auf einer offenen Leiter und ja, versuche mich möglichst wenig zu bewegen. Das Wild ist jetzt ungefähr noch 300 Meter entfernt, also für einen Schuss zu weit. Aber ja, ich hoffe einfach, dass das Wild dann irgendwann hier mehr Richtung Deckung zieht, wenn es dunkel wird. Ich zeige euch das mal. Hier ist eine Miscanthusfläche. Ich hoffe, das kann man sehen. Und dass das Rehwild dann neben mir hier vielleicht in den Miscanthus einwechselt, sodass ich dann die Möglichkeit habe, ein Stück oder zwei aus dem Sprung zu erlegen. Also drückt mir die Daumen, bleibt man Zeit.
Bei diesem Abendansitz konnte ich insgesamt 63 Stück Rehwild bestätigen. Einmal optisch und zum anderen auch mit einer Wärmebildkamera war es mir möglich, diese Menge an Rehwild auf der Fläche zu zählen. Ihr habt das in den Bildern gesehen und das war für mich persönlich auch ein sehr eindrucksvoller Abendansitz. Wie erwartet zog das Rehwild im Laufe des Abends näher zu meinem Sitz hin, sodass ich mich dann dazu entschlossen habe, 3 Stücke sicher zu entnehmen. Das könnt ihr jetzt gleich in den folgenden Bildern sehen. Die große Herausforderung bei einer so großen Anzahl an Rehwild ist, das passende Stück herauszufinden, und nach längerem Beobachten entschloss ich mich, zunächst ein Rickenkitz zu erlegen. Mit einem sauberen Blattschuss verendete das Rickenkitz im Knall, und die große Herausforderung war jetzt, die vermeintlich dazugehörige Ricke nicht aus den Augen zu verlieren, und es dauerte wirklich eine Zeit, bis ich Gelegenheit bekam, die Ricke zu erlegen. Das seht ihr jetzt aber in den folgenden Bildern. Also ich musste wirklich ein paar Minuten warten. Aber was ich sehr bemerkenswert fand, war eben, dass nach dem Schuss das Wild weitgehend vertraut war und nach ein paar Minuten unbeirrt zur Tagesordnung überging. Wie bei einem Hütchenspieler war es ganz, ganz schwierig, die Ricke weiter zu verfolgen. Ich habe mir da aber sehr große Mühe gegeben und diese vermeintlich zu den Kids dazugehörige Ricke nicht aus den Augen gelassen, sodass ich sie dann mit einem sauberen Schuss ebenfalls am Platz binden und erlegen konnte. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr in der Situation geschossen hättet und wie ihr jagdlich die Situation bewertet. Natürlich kann man auch jetzt noch etwas zum Hintergrund sagen. Im Hintergrund war noch Rehwild zu sehen. Das war aber laut Entfernungsmessung ca. 140 Meter entfernt, sodass ich da einfach davon ausgehen musste, dass eine Hintergrundgefährdung sehr unwahrscheinlich ist. Und ihr konntet es aus den Bildern sehen und ich konnte auch die Stücke hinterher noch beobachten. Die sind gesund weggekommen. Schmalrehe sind im Winter sehr schwer anzusprechen, teilweise sind sie aber noch stärker als Ricken, weil sie eben keine Kitze führen mussten. Und dieses Schmalreh war natürlich auch nicht so einfach als solches anzusprechen, aber es hatte eine Ohrmarke und diese Ohrmarke belegt eindeutig, dass es eben im letzten Jahr als Kitz markiert worden ist bei der Rehkitzrettung und heute offiziell eben noch als Schmalreh gilt. Und dieses konnte ich dann eben auch mit einem sauberen Schuss erlegen. Es hatte noch eine kurze Fluchtstrecke von etwa 80 Metern hingelegt. Und mit den Bergen musste ich mir dann noch eine ganze Weile Zeit lassen, weil eben das Rehwild nach wie vor immer noch auf der Fläche war. Und ich an diesem Abend dann noch ein wenig weiter beobachten konnte und sehr zufrieden diesen Abend dann auch beenden konnte. Ich wünsche euch jetzt viel Weidmann Teil, schreibt mir gerne einen freundlichen Kommentar. Unten in die Kommentarspalte gerne auch einen kritischen Kommentar. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo. Macht's gut, Weidmannsheil, bis zum nächsten Mal.